Hallo, liebe Leute. Hi. Ich habe Hard Rhymes wieder dabei. Ein Zuschauer hat es mal verlangt oder eine Zuschauerin, ich weiß gar nicht. Hoffentlich Zuschauerin. Ja, schön, hat er mich aufs Konzept gebracht. Also, ich wollte nur sagen, er lebt noch und wenn ich so an die alten Zeiten zurückdenke. Hast du mich ausgegraben? Ja. Zombie. Ja, und Zombies. Ja, er lebt noch. Auf jeden Fall wollte ich mal über ein anderes Thema sprechen für Moni. Unter anderem, ja, es gibt noch andere Zuschauer, mit denen ich ja ein bisschen mehr Kontakt habe. Und zwar das Thema Forever Alone. Und es ist ja auch so, egal, ob man jetzt in einer Beziehung ist, ob man in einer Beziehung ist ja. oder nicht, man kann sich immer noch allein fühlen. Zum Beispiel Fernbeziehungen, wenn zum Beispiel jemand studiert und mit Tom keine Zeit hat, weil er mit seinem besten Freund was macht. Wenn man studiert oder ja, man wohnt in verschiedenen Orten und dann ist es halt so, dass man sich nicht so oft sieht. Dann kann man sich auch allein fühlen, auch wenn man von vielen Leuten umgeben ist. Was ich eigentlich ziemlich traurig finde, Forever Alone. Es gibt so viele Menschen auf der Welt und trotzdem hat man nicht den richtigen oder zurzeit nicht die richtige Person bei sich. Aber es gibt ja auch noch Freunde, beste, zweitbeste. Freunde, und Beste mich. Und so, ja, also nice to have Freunde oder Facebook-Freunde, die sind ja überall, also allein sein an sich kann man eigentlich gar nicht, zumindest nicht hier, sage ich jetzt mal, in unserer Welt, in unserer Atmosphäre, in unserer Galaxie. Nein, ich muss ein bisschen ernster sprechen, aber es fällt mir schwer, weil er dabei ist, ja. So gute Laune verbreitet wäre. Ja. Also man fühlt sich einsam, aber ich finde in eurer heutigen Zeit ist es leichter, sich zu verbinden durch, ja, was war das nochmal, dein Lieblingsthema? Soziale? Ja, durch soziale Netzwerke zum Beispiel. Ne? Ja, soziale Netzwerke zum Beispiel wie Facebook und so weiter und Skype und so alles. Man kann Kontakt halten, man kann WhatsApp-Bilder schicken von Genitalien oder von anderen Dingen, die man gerade macht. Von anderen Dingen. Auf jeden Fall. Es ist möglich, jetzt über große Distanzen doch Kontakt zu halten und jemanden auch in China, ha, wie geht's jetzt dir? Und ich kann sagen, oh, mir geht's gut. Mir geht es gut! Und ihr wisst, was ich meine. Sofern das nicht zensiert wird in anderen Ländern. Ja, genau, falls überhaupt das Internet freigeschaltet ist. Forever Alone ist ja jetzt nach dem Motto, man hat nicht die richtige Person. Okay, gehen wir davon aus, man hat nicht die richtige Person. Das kann man ja, das weiß man ja immer erst im Nachhinein, wenn die Person, die man hat, trotzdem einem das Gefühl gibt, dass man irgendwie nicht geliebt wird oder der will gar nicht mit mir. Dass irgendwas fehlt vielleicht. Ja, dass irgendwas fehlt oder man fragt, ob er Zeit hat für einen Spaziergang oder ja, sie natürlich. Und das Wort nein, eiskalt ist gesehen. Ja, nein, eiskalt, man wird rausgeschmissen, ja. Man wird noch so mit Messern beworfen oder sowas. Ja, wir fühlen uns alle mal einsam, muss man einfach ganz klar sagen. Er, ich, mein Schwein. Aber ich kann euch ja jetzt nicht sagen, ah nein, fahr nicht runter. Ich kann euch ja jetzt nicht sagen, wer der Richtige ist oder die Richtige. Ja, das ist ein sehr komplizierter Vorgang. Nicht wie bei einem Hund, ein bisschen schnüffeln. Oh, richtig. Am Hintern riechen, genau. Würde ich euch nicht empfehlen, jetzt bei Frauen das zu machen und umgekehrt. Aber ist egal. Ich kann euch nur empfehlen, natürlich optimistisch zu bleiben. Und nicht so, ah, mich wird doch eh niemand lieben. Und ich denke mir, oh, du bist 15, 16, vielleicht bist du 20, vielleicht bist du 25. Mein Gott, man hat ja noch ein bisschen was vor sich. So ab, was würdest du sagen, ab wann sollte man sich Sorgen machen? Na, eigentlich, so wenn welchem man im Altersheim alleine ist. Oh, Altersheim, okay. Weil ansonsten gibt es ja theoretisch jederzeit die Möglichkeit, es gibt spezielle Gruppen für Ältere, so Mitte 30 oder so gibt es immer noch Möglichkeiten und Mitte 40, Mitte 50. Ja. Es gibt immer genug Möglichkeiten, gerade heute ist das ja kein Problem mehr eigentlich, Gleichgesinnte auch zu suchen. Ja. Aber... Okay, das heißt, ihr habt viel Zeit, also bis zum Altersheim habt ihr Zeit, jemanden zu suchen. Bis dahin dürft ihr nicht sagen, forever alone. Könnt ihr sagen, meckert ruhig, aber das ist nicht besonders attraktiv, wenn ihr ein Mädchen kennenlernt und das sagt, oh, ich bin immer alleine und ihr seid gerade das Date. Und, oh, alles ist so scheiße, alles ist so scheiße. Das ist, ja, ich sag mal so, Law of Attraction oder Law of, ja, wie soll man sagen, was ist das Gegenteil von Attraction? Unattraction. So, dass man wirklich sein Unglück anzieht, statt das Glück anzuziehen mit dieser Einstellung. Aber nein, jetzt kommen wir mit den Lösungsvorschlägen. Ihr habt alles vergessen.
Geblitzdings, wie bei Men in Black. Ihr habt alles vergessen, was ich vorher gesagt habe. Also, was kann man machen? Fang du doch an, was man so machen kann. Ja, also grundsätzlich ist es natürlich am einfachsten, erstmal auszugehen. So, sich mit Freunden zu treffen, aber auch privat irgendwas zu machen. Familie? Familie, klar, wenn man sich gut mit der versteht. ja, ist ja nicht selbstverständlich, deswegen. Ne? Ja. Man kann oder man sollte versuchen, sich selbst zu verwirklichen in ein Projekt oder sowas, ne? Was man sich vielleicht schon Ewigkeiten mal vorgenommen hat, aber noch nie dazu gekommen ist. Ja, genau. Was machst du denn? Das so? Dann umzusetzen. Ja. Ja, das sag ich lieber nicht. Habe ich in 10 Jahren nochmal. Ja. Nein, guter Punkt. Deswegen habe ich ja schon mein Mixtape dank ihm fertig gemacht, das erste. Und ich bin an meinem zweiten. Wenn einige Zuschauer wirklich so lange gucken, ja, ich bin an meinem zweiten Mixtape dran, habe auch schon Lieder jetzt am Machen. Sind schon ein Lied ist fertig, das zweite ist am Machen. Weitere zwei sind schon geplant, aber das nur dazwischen jetzt in diesem ernsten Video. Ja, was würde ich sagen? Seid erstmal dankbar dafür, dass ihr lebt und dass ihr gesund seid. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Woanders wacht jemand auf und fehlt ein Arm, keine Ahnung, ist behindert, was weiß ich noch. Es gibt so viele Krankheiten, die man haben kann. Und das Leben an sich ist ein Geschenk. Ja, wir hier in unserer Zeit, wir sind wohlbehütet zu Hause. Wir können über sowas nachdenken, wir haben die Zeit. Andere denken daran, wo sie als nächstes Essen finden, wo sie als nächstes schlafen können. Deswegen sind wir da ein bisschen verwöhnt und können in Ruhe in unserem Bett liegen. Depressive Musiker wie James Blunt oder sowas. Und das Forever Alone! Na, also ein bisschen relativieren und auch wirklich dankbar dafür zu sein, was man hat. Das vergisst man ja leicht. Aber das wäre mein erster Tipp. Zweiter Tipp wäre, sich bei den Leuten zu bedanken, die mal euch unterstützt haben, die auch mal an euch geglaubt haben. Sei es irgendwelche Klassenkameraden, irgendwelche Lehrer, vielleicht Bekannte, was weiß ich. Das heißt, die Leute freuen sich bestimmt auch, wenn sie, ach Mensch, der meldet sich, ja schön, ja, ich habe dir noch mal geholfen oder mal Geld geliehen, was weiß ich noch alles, was man so alles machen kann, wie man Hilfe bekommt. Dass man Dankbarkeit zeigt, auch zumindest bis dahin, wer war für mich da? Jetzt nicht beziehungstechnisch, sondern wirklich, wer war für dich da? Unterstützung, vielleicht mal beim Umzug geholfen, keine Ahnung, was da nochmal war. Oder hat dir ein Like gegeben? Nein, dafür nicht. Hast du subscribed? Ja, subscribe an die. Oh, danke, dass du abonniert hast! Und nein, ihr versteht, was ich meine. Wirklich Dankbarkeit für die Leute zu zeigen, die euch bis jetzt begleitet haben im Leben. Das Letzte wäre, das mache ich sehr gerne, anderen Leuten eine Freude zu machen. Wenn du selbst schon nicht glücklich bist, versuch es anderen Leuten so schön wie möglich zu machen. Wie macht man das? Man nimmt sich Zeit für andere Leute, selbst wenn es ist, so ist, dass man vielleicht mal ins Altersheim geht und einfach mal den alten Leuten zuhört. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so darf, aber dass man mal fragen kann, Gesellschaft leisten. Ein Ehrenamt oder so. Ehrenamt zum Beispiel oder es kann auch kleine Sachen sein, wenn du jemanden siehst, für ein Kind, ich will das aber haben und hier gibt's einen Euro, dann hol dir einen Lolli oder sowas. Das muss jetzt nicht bei Kindern sein. Auch vielleicht unter Klassenkameraden, Kollegen, was weiß ich, oder mit Studenten irgendeine kleine Freude bereiten, weil es muss kein Porsche sein, den man anderen kaufen muss, weil... Du schenkst dir einen Porsche? Ihr habt das nicht gehört. Nein. Man kann die großen Dinge nicht beeinflussen, also wenn zum Beispiel jemand krank wird oder, keine Ahnung, Trennung oder so, das kann man nicht beeinflussen oder wenn er kein Album macht. Kann man nicht beeinflussen. Man kann aber Kleinigkeiten, kleine Geschenke machen, wie zum Beispiel Blumenstrauß, was ja Frauen immer total gerne mögen, was aber total kostspielig und nervig ist, weil ich voll scheiße finde, aber ich könnte ihm ein Album schenken, um ihn zu motivieren. Das hat wirklich Kleinigkeiten. Ja, hat gut geklappt, aber deswegen habe ich es jetzt auch aufgegeben. Also kleine Geschenke und es muss nichts Materielles sein, es kann auch ein Gefallen sein, dass man sagt, du, für den Nachbarn mähe ich jetzt mit den Rasen oder ich helfe mit beim Umzug, obwohl ich die Leute gar nicht kenne und die wohnen 5 Straßen weiter, scheiß drauf. So machst du den anderen eine Freude und dir selber, dass du nicht das Gefühl hast, du bist voll überflüssig, du bist alleine. Außerdem lernt man dadurch Leute kennen, wenn man freiwillig Leuten hilft. Es ist vielleicht ein bisschen komisch, dass man Fremden seine Hilfe anbieten wird, aber... Es wird immer Leute geben, die Hilfe brauchen. Und das Beste daran ist, wenn ihr irgendeinen Fremden oder irgendeine fremde Frau die Tür aufhaltet oder random eine Rose schenkt und das nicht aufnimmt für YouTuber, weil ihr klickgeil seid, kann es sein, dass diese Person genauso wie ihr, dass es der genauso schlecht geht und sagt, ich habe keinen Bock heute. Und dann kommt ihr, obwohl ihr eigentlich voll down seid, macht ihr eine Freude und denkt, boah, das Leben ist doch nicht so scheiße und ich fühle mich doch nicht so allein. Von daher, es gibt immer Leute, die sich genauso fühlen. Es gibt immer Leute, die aber auch weitermachen.
Wir gehören ja alle dazu, dass wir weitermachen, sonst würde ich ja jetzt nicht hier stehen, auch mit den Videos. Wenn mir Leute sagen, oh Tong, deine Videos sind gut und haben mich motiviert, zum Lachen gebracht oder mach mal mehr Videos hier. Das hat mich motiviert, das hat mir gezeigt, ich bin wirklich nicht alleine. Oder es gibt wirklich Leute, die die Videos brauchen, in Anführungszeichen. Oder Daumen hoch geben, liken, kommentieren. Den Klick an YouTuber rauslassen. Mal in die Beschreibung gucken wegen Facebook und so. Mal in die Beschreibung gucken wegen Facebook, genau. Aber das ist, glaube ich, mein wichtigster Tipp. Wenn du schon nicht glücklich bist oder es irgendwie nicht schaffst, versuch doch wenigstens, andere glücklich zu machen. Das ist mein großer Tipp. Ja, wir alle haben mal schwere Zeiten, aber im Großen und Ganzen geht es den meisten doch gut. Und ich versuche auch für möglichst viele Leute da zu sein, auch wenn das schwer ist, weil so viele tolle Menschen, wie es gibt, ich kann ja nicht für jeden da sein. Man muss ja auch Prioritäten setzen. Das ist leider so. Ja, kriege ich halt alles. Ja. Ich muss halt Prioritäten setzen und er braucht auch ein bisschen Zeit. Ja. Also von daher, genau wie mit seinem Album. Das braucht auch Zeit, ja. Nein, habe ich noch irgendwas, vergessen, mein Schatz? Ich glaube, du hast das Skript komplett abgearbeitet. Ja, habe ich das? Ja, ich habe ein Skript, aber ich weiß nicht mal, was ein Skript ist. Das war nach Zeiten. Nein, aber jetzt habe ich meinen Kumpel wieder mit reingeholt, mit ins Boot und... Es sind wieder 3 Jahre Pause, da kommt das nächste. Genau. Ne, macht euch Vorschläge, was ihr noch von uns sehen wollt, aber sonst würde ich sagen, war das doch ganz gut mit uns beiden. Ja. Können wir gerne öfters machen. Und von daher, stay positive. Wenn schon keiner da ist, bin ich da. Er ist da. Euer Beton ist immer da. Ziemlich oft da. Ich versuche ja wieder aktiver zu werden. Aber gut. Herzlichen Dank. Ich hoffe, dieses Video macht euch eine Freude. Habe ich wieder was dazu beigetragen. Wieder ein kleines Beispiel, ne? Also von daher, euer Beton und euer Hard Rhymes. Bis zum nächsten Mal.